Ihr hört rockradio.de, das Ganze live aus der Abbaubahn der Danziger 50, Danziger Straße 50 in Prenzlauer Berg. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben hier noch eine Frage. Ja, bezüglich des bedingungslosen Grundeinkommens. Wenn wir hier in Deutschland heile Welt predigen und gleichzeitig sehen, dass Europa den Bach runtergeht, wie wollen wir das eigentlich miteinander verknüpfen? Müssen wir die Sachen nicht europäischer denken? Wir können nicht andere Staaten in Armut drängen und hier in auf heile Welt machen wollen. Danke. Also für mich, ich übernehme mal die Frage als entsprechend Papst. Zuständiger, ist richtig. Und jeder, der sich mit dem Grundeinkommen beschäftigt, weiß, dass es auch ein globaler Ansatz ist, dass es überhaupt nicht national gedacht werden kann, weil wir eben halt, wir sind global, wir agieren global. Und ich würde mal noch ausweichen wollen, noch mal auf ein anderes Thema ganz kurz, weil du hattest vorhin gesagt, auch eben halt, das ja gerade, dass ein Problem europäisches Problem ist und so weiter. Ich glaube, wie ich jetzt richtig gehört habe, Frau Wirth, ist auch diese Idee der Tafel keine deutsche Idee, sondern sie ist eigentlich aus Amerika oder so gekommen und sie verbreitet sich jetzt einfach dahin weiter, weil man merkt, dass es überall irgendwo praktisch ist, es irgendwo in die Gesellschaft zu integrieren. Also unser Vorbild damals war City Harvest New York. City Harvest hat Lebensmittel gesammelt und an Obdachlose abgegeben. Inzwischen ist die amerikanische Idee auch unendlich verzettelt und weit verbreitet. Die heißen alle anders, machen im Grunde genommen alle das Gleiche. Das ist genau das Gleiche hier in Berlin. Wir haben inzwischen 20 Vereine, die Lebensmittel sammeln und verteilen. Insofern, Luise, wir sind nicht die Einzigen und im Grunde genommen können inzwischen alle überall hingehen. Ist überhaupt nicht mehr die Frage. Gemeinnützigkeit übrigens, die würden wir ganz schnell verlieren, weil die Politik nicht zusammenarbeitet. Das ist ein Amtsgericht, was die Entscheidung trifft, ob wir eine Gemeinnützigkeit haben oder nicht. Da kann die Politik noch so viel sagen, wenn die beschließen, wir verlieren sie, dann verlieren wir sie. Und das ist in der Regel eine Frage, halten wir uns an die Verordnung oder nicht. Und auch da sind wir auf der globalen Schiene. Wir haben leider Richtlinien auf europäischer Ebene. Wir müssen zum Beispiel diese unsäglichen Fragebögen für die Nachvollziehbarkeit von Lebensmitteln ständig ausfüllen und uns von den Händlerinnen und Händlern unterschreiben lassen. Und das ist einfach auch so eine Globalisierungssache. Macht niemand von uns Spaß, diese blöden Dinger da ständig auszufüllen. Andererseits, um Statistik noch klarer, nachvollziehbarer für uns persönlich zu machen, hat es auch wieder Vorteile. Ist deine Frage beantwortet? Ja, nein. Er hat genickt. Okay, denn ich habe auch nochmal an Sabine und Luise eine ganz andere Frage. Und zwar, Luise hat die Nutzerinterviews geführt und Sabine bekommt die Nutzer live mit. Werden die Nutzer darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja eigentlich auch die Möglichkeit hätten, was zu ändern? Also sprich, sie können wählen gehen, sie können zu Demonstrationen gehen, sie können sich zusammentun, organisieren, vors Kanzleramt ziehen. Wie sieht das aus, Luise? Ich würde gerne einen Satz noch zu, also auch klar, Amtsgericht ist zuständig, aber war das nicht bei diesen Bäcker-Geschichten da wurde dann auch plötzlich ganz schnell irgendwas wieder geändert, als es dann irgendwie für die Tafel nicht gut war. Also dann habe ich immer so das Gefühl, auch so Richtlinien und Verordnungen können irgendwie ganz schnell angepasst werden, wenn es irgendwie gerade im Interesse ist. Und plötzlich ging es dann doch wieder und es gab dann doch kein Problem mehr damit. Ja, also zu dem Thema nochmal. Ich spreche natürlich, in unserer Forschung geht es jetzt nicht in erster Linie um dieses Thema Politisierung, aber ich rede natürlich wenn ich mit den Nutzern rede, auch immer am Rande darüber, weil ich es halt einfach spannend finde und mich immer frage, wie gehen die Menschen damit um? Genau. Sind die schon völlig resigniert? Und da gibt es wirklich eine relativ große Bandbreite. Also ich habe wirklich mit Nutzern gesprochen, die sich wirklich ganz deutlich einen neuen Führer gewünscht haben, die gesagt haben, also wirklich, also gerade in meinen Interviews in Ostdeutschland leider öfters sehr rechtsradikale Sprüche gehört habe, die wirklich sich nach einer neuen, ja, also keinerlei demokratisches Verständnis haben und auch gar kein Bedürfnis haben, selber irgendwie sich einzubringen. Also es muss jetzt richtig aufgeräumt werden sozusagen. Genau, also solche Sprüche habe ich gehört, dann gibt es aber natürlich, also es gibt ganz unterschiedliche Tafelnutzer und deswegen gibt es auch ganz unterschiedliche Formen des Umgangs. Es gibt natürlich auch Tafelnutzer, auch die selber vorher schon hoch engagiert sind, die hochgebildet sind, die also teilweise natürlich Doktortitel haben, die sich gesellschaftlich schon immer eingebracht haben und die das natürlich dann auch nutzen, wenn sie weitermachen, wenn sie die Tafel nutzen. Deswegen ist es immer schwierig, auch das über einen Kamm zu scheren. Aber insgesamt bei den meisten, würde ich sagen, bei dem Großteil ist es so, dass die Menschen wirklich resigniert sind, dass sie das Gefühl haben, es kümmert sich keiner um ihre Interessen, es vertritt sie kein Mensch mehr und es so eine Frage der Politisierung wirklich sehr schwierig ist, weil sie sind erstens meistens
meistens damit beschäftigt, diesen ganzen bürokratischen Hickhack zu erledigen. Also das ist ja dann auch oft so, man rennt von Amt zu Amt, um Kleinigkeiten irgendwie genehmigt zu bekommen und dort irgendwie, also einfach man ist mit dem Überlebenskampf beschäftigt eigentlich und mit dieser Existenzängste, und die sind natürlich so bedrückend, gerade auch wenn man Kinder hat oder so, dass dann so eine Frage wie politisches Engagement eigentlich gar nicht auftaucht. Oder wahrscheinlich das klingt das so dann arrogant. Also Horizont du bist ist, ja. Akademikerin, du führst Interviews und ich nehme nochmal diese Mutter mit 3 Kindern, die sagt, ja, was will die? Die hat zu Hause ausreichend zu essen, die hat möglicherweise keine Kinder, die braucht sich keine Sorgen machen. Ja. Was kommt die mir hier mit Politik? Ist genau, das so? Also ich will dann auch mal nicht sagen, also man kann das ja von den Menschen auch nicht erwarten. Ich kann auch nicht von allen Menschen erwarten, sich politisch engagieren. Und ich weiß, dass sie teilweise auch andere Probleme haben und mit ihrem Alltag ganz anderen Fragen beschäftigt sind. Aber ich freue mich natürlich, wenn sie das tun. Und es ist ja auch bei so in unserem Bündnis auch so. Also wir haben ja auch als Armutsnetzwerk als Mitglied, und da sind eben auch ganz viele Armutsbetroffene, die teilweise auch Tafeln nutzen und die trotzdem aber auch politisch engagieren wollen sich mit. Und wer das kann und wer die Zeit hat und die Lust hat und die Motivation hat, ist herzlich willkommen bei uns, sich zu beteiligen. Und aber ich kann es natürlich nicht von allen erwarten. Und ich verstehe auch einfach, dass manche Menschen wirklich sagen, ich habe so viel damit zu tun, einfach nur über den Tag zu kommen, meine Kinder vernünftig zu ernähren, irgendwie da und dort mal irgendwie 5 Euro noch übrig zu haben, um irgendwas mir mal leisten zu können oder irgendwie meinen Kindern neue Schuhe zu kaufen. Das sind ja so kleine Anschaffungen, oft werden einfach zu einem großen existenziellen Problem, das natürlich für andere Fragen einfach keinen Raum mehr lässt. Das war jetzt auch nicht bewertend, das war einfach nur rein, wird die Hörer wahrscheinlich auch interessieren, was machen die Leute? Okay, holen sich ihre Lebensmittel ab, was dann? Nochmal an Sabine, wie ist das, wenn man die Leute live erlebt, spricht man die an, warum macht ihr nichts, warum organisiert ihr euch nicht und demonstriert oder? Also ich kann jetzt nicht für 1300 Ehrenamtliche in den Ausgabestellen sprechen, wer da wen anspricht oder nicht anspricht. Ich weiß, dass die ganz, ganz oft erzählen, dass die Kundinnen und Kunden, die in die Ausgabestellen kommen, ein ganz großes Bedürfnis nach sozialen Kontakten haben. Also das ist, finde ich, das Erschreckendste, dass so viele offensichtlich innerhalb unserer Gesellschaft überhaupt gar keinen Zusammenhang mehr haben mit anderen, keine Kontakte, keine sozialen Austauschmöglichkeiten, dass wirklich die Menschen zu einmal in der Woche zu einer Ausgabestelle gehen, um mit Menschen zu sprechen, um auch mit Menschen zusammen zu sein, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie, und um sich da auszutauschen. Und das ist auch ein Grund, warum viele so lange vor der Ausgabezeit sich treffen. Die treffen sich wirklich, die trinken zusammen Kaffee, die essen Kuchen, den die Ehrenamtlichen gebacken haben. Und das ist also für ganz viele sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir mit berücksichtigen müssen. Das ist also inzwischen auch eine Selbstständigung innerhalb dieses Systems gegeben hat, die gar nicht mehr so sehr steuerbar ist. Und ich bin vor Wahlen ständig damit beschäftigt, mit allen Leuten, die ich treffe, darüber zu sprechen, ob sie wählen gehen oder nicht, und dass sie es doch tun sollten. Also ich persönlich mache das. Mhm. Ich weiß aber, dass es ganz bestimmt die meisten anderen Ehrenamtlichen nicht unbedingt tun werden, aber vielleicht manche eben doch. Das weiß ich nicht. Also die Leute darauf aufmerksam machen, sie haben eben auch eine Macht. Sie können auch demonstrieren gehen. Und in all diesen Gesprächen, die ich dazu geführt habe, höre ich immer wieder, ist doch Quatsch, es bringt doch sowieso nichts, ob ich wählen gehe oder nicht, da bleibe ich doch lieber zu Hause. Und ich versuche immer wieder klarzumachen, dass dieses Nichtwählen die größte Katastrophe ist und wir damit politisch viel mehr ertragen müssen, als mit diesem einmal zum Wählen zu gehen. Also von daher ist das sind ganz faszinierende, aber auch total frustrierende Gespräche, die ich da führe. Also da muss ich mich jetzt direkt mit reinhängen und schon mal entschuldigen, dass ich bei der nächsten Sendung nicht mit dabei bin, weil wir haben von der Partei Nein-Idee nächstes Mal zum nächsten Sendetermin haben wir unseren Bundesparteitag, denn es gibt eine neue Partei, die direkt dafür zuständig ist, das Nein zu wählen. Und die Idee fand ich so fantastisch, dass ich sie hier in Berlin gleich in die Hand genommen habe. Wir haben ganz schnell noch zum Ende des vergangenen Jahres den Landesverband gegründet, haben die alles beim Landeswahlleiterin eingereicht, dass wir die Unterschriften haben können und so weiter. Wer möchte, kann hier gerne auch noch heute unterschreiben, dass wir diesen Service anbieten können. Und es geht nur darum, eben halt, dass dieses Nein mit auf den Stimmzettel kommt, denn wir haben ein ganz großes Problem, wir haben einen Fehler in unserem Wahlrecht, dass diejenigen, die dieses System, sozusagen dieses Wahlsystem ablehnen, automatisch ausgeschlossen sind. Ja? Und dadurch bleiben wir in diesem Wahnsinn irgendwo drin, ist meine Meinung, aber ich wollte jetzt nicht so viel Nein-Werbung machen für die Partei. Aber kannst du ruhig. Weil es jetzt so thematisiert wurde. Genau, passte gerade. Und wir haben aber nochmal Luise zum Thema.
da habe ich jetzt gerade ein bisschen irritiert, das Wahlsystem ablehnen. Also was ist die Alternative zum Wählen? Nicht mehr wählen? Doch nein, wählen. Oder? Nein, einfach wählen. Einfach nein ankreuzen. Damit ich dem anderen aktiv die Stimme wegziehe und damit muss er sein Angebot verbessern. Denn jetzt braucht keiner ein Angebot verbessern, jetzt braucht keiner auf die Menschen eingehen. Also anstatt einen leeren Zettel abzugeben, hast du die Möglichkeit, Nein auf dem Zettel anzukreuzen, auf dem Wahlzettel. Wenn ich einen leeren Zettel abgebe, gibt es automatisch diese Stimme für die Parteien, die ich gar nicht will. Und das ist das, was die meisten Leute nicht begreifen. Ja. Die glauben, eine Protesthandlung zu vollziehen, indem sie nicht wählen gehen. Und das ist einfach das Dümmste, was wir tun können, nicht zur Wahl zu gehen. Und deshalb ein Nein anzukreuzen hat wenigstens den Vorteil, dass ich mein Nein ganz klar zum Ausdruck gebracht. Weil ganz klar vorhin auch nochmal diese Rechten mit als Thema waren. Das Problem ist, wenn jetzt, sage ich mal, eine Partei gewählt wird und sie bekommt 2,6% von allen wählbaren Menschen, aber es gehen nur 50% wählen, blähen sich die 2,6 auf 5,2 auf und schwupp sind sie im Parlament mit drin. Also die Nichtwähler ist im Moment das Problem eigentlich. Ja, also das sehe ich, also mit dem Nichtwähler sehe ich nämlich auch so. Also da ganz viele sagen, es bringt ja eh nichts, ich gehe nicht wählen. Da kommen wir nochmal drauf. Denke, also wenn all diese Menschen, also gerade jetzt in Niedersachsen hatten wir Wahlbeteiligung, glaube ich, von 62%. 52 sogar nur? 52, also ein bisschen über die Hälfte. Also wenn 48% wählen würden, also dann sähe das Ergebnis bestimmt komplett anders aus. Ja. Ganz anders aus. Also es wäre wirklich spannend mal zu wissen, aber es würde auf jeden Fall ein ganz deutlich eine politische Veränderung herbeiführen, in der Parteienlandschaft auch. Na gut, das war jetzt nicht das Thema eigentlich. Ich komme jetzt nochmal wieder zu dem Tafelthema zurück. Und zwar, genau, weil Sabine, weil du gesagt hast, die Leute kommen früher und es ist auch immer so diese Isolation. Das ist auch wirklich ein ganz großes Problem. Die Leute sind isoliert. Also ich habe dann auch gemerkt, die Interviews teilweise, die ich auch mit den Leuten zu Hause geführt habe, die war das dann auch oft so, die wollten mich gar nicht mehr gehen lassen. Die erzählen mir dann halt irgendwie 3 Stunden lang ihre gesamte Lebensgeschichte oder sind halt einfach, freuen sich so, dass endlich immer jemand mit ihnen spricht und sich Zeit für sie nimmt und sich die Geschichte anhört und so. Das ist ja auch ganz oft so, dass die Menschen einfach wirklich ja ein Problem mit Isolation haben, dass die natürlich auch nicht mehr das Geld haben, einfach mal die Verwandten besuchen zu können. Da oder wollte so. Ich nämlich jetzt mit drauf kommen, so. Denn ich denke mir, wenn man sich beispielsweise den Hartz-IV-Satz anguckt, dann ist da gerade drin, also man kommt noch nicht mal über einen Monat essen und so weiter, dann bräuchte man nicht zur Tafel gehen, aber es ist überhaupt nicht, wird gar nicht davon geredet, ich kann nicht mal ins Café gehen, ja. ich kann nicht irgendwo Leute treffen, das kostet alles Geld und dann hat die Tafel also sozusagen noch den Effekt, dass man sich dort noch mit Leuten treffen kann, die eben auch kein Geld haben, irgendwo ja, im Café genau zu sitzen. Ja, genau das, denke ich, ist halt eben auch das Problem. Also dann heißt es immer, die Tafeln, die haben so einen tollen sozialen Nutzen und die Leute treffen sich da und die trinken ja auch ihren Kaffee und essen ihren Kuchen. Auch nicht alle, muss man sagen. Also es ist ein Teil, der wirklich das dort auch als Treffpunkt nutzt, aber es gibt auch ein großer Teil, der sagt, ich gehe da hin, hol mein Essen, ich will mit den anderen Leuten nichts zu tun haben, ich fühle mich da nicht wohl, ich will da einfach das nur hinter mich bringen. Also die gibt's auch. Es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, ach wie schön und ich klöne da stundenlang und trinke Kaffee, sondern also, naja, es ist ein Teil davon. Aber das Problem ist ja, dass die Leute, dass dieser soziale Kontakt, den sie haben, dass das ja auch keine Form wirklicher Integration ist, sondern dass die Menschen ja wirklich nur wieder mit Menschen zusammenkommen, die in der gleichen Lage sind. Also Armutsbetroffene treffen sich mit Armutsbetroffenen. Mit der großen Mehrheitsgesellschaft geraten sie immer noch nicht in Kontakt. Ich habe deswegen damals schon bei meiner Diplomarbeit gesagt, das ist eigentlich eine Parallelgesellschaft. Das ist wirklich eine Parallelgesellschaft. Die trifft sich in dieser ganzen Armutsökonomie, also auch bei den Secondhand, es gibt ja auch diese ganzen Kleiderläden, es gibt diese Möbelshops, also es gibt inzwischen eine ganze Armutsökonomie, wo wirklich solche Angebote für recycelter Waren, übrig gebliebener Waren für Armutsbetroffene eben abgegeben werden. Und dort treffen sich natürlich auch Menschen, aber sie treffen sich eben wieder nur mit Menschen aus der gleichen Lage. Und wir bräuchten, um den Menschen wirklich eine Integration zu ermöglichen, sozialen Kontakt auch mit anderen Menschen, mit anderen Schichten, gesellschaftlichen Schichten, mit anderen, also dann müsste man ihnen eben auch ermöglichen, ins Restaurant zu gehen, dort Kaffee trinken zu gehen, also all diese einfachen Dinge. Mir hat zum Beispiel eine Frau gesagt, ich bin 10 Jahre lang immer wandern gegangen mit meiner Wandergruppe, das hat mir so Spaß gemacht. Jetzt bin ich arbeitslos geworden und jetzt traue ich mich nicht mehr, weil wir sind nach dem Wandern immer noch zusammen essen gegangen. Und ich kann es mir aber nicht leisten, essen zu gehen. Da musste ich ja irgendwie 10 € jedes Mal lassen. Das kann ich mir nicht leisten. Es ist mir so peinlich, dass ich mir das nicht leisten kann, dass ich gar nicht mehr zu dieser Wandergruppe hingehe. Und das ist gesellschaftliche Exklusion. Das führt dazu, einfach der Mangel an Geld führt dazu, dass die Leute isoliert werden und dass sie vereinsamen. Und dann kann natürlich so ein Treffen bei den Tafeln kann natürlich besser sein als nichts. Ja, also so ein Kaffee trinken oder Kuchen essen mit anderen Armutsbetroffenen. Aber es löst das eigentliche Problem der gesellschaftlichen Ausgrenzung eben nicht. Also es würde es lösen, wenn die Leute sagen würden, okay, wir haben uns hier getroffen, wir sind alle arm, so jetzt hauen wir auf den Putz, jetzt tun wir uns zusammen und jetzt organisieren wir die Demonstration, jetzt zeigen, was denen da oben war und dann würde es ja schon einen guten Nebeneffekt haben. Ja, aber es gibt den Leuten ein gutes Gefühl, das erleben wir auch, ja, also dieses sich bewegen, was bewegen kann, klar.
Aber was ja auch faszinierend ist, die Gruppe derer, die zur Tafel gehen, um sich Lebensmittel zu holen, ist ja inzwischen auch keine homogene Masse mehr, sondern das bildet wirklich die gesamtgesellschaftliche Situation. Da kommen wir gleich noch zu. Wir haben, wir haben wirklich jedes Ausbildungsspektrum dabei. Ja. Das heißt, es ist schon eine bunte Mischung, die da ist. Und insofern ist das Heterogene an der Sache auch durchaus gegeben. Also homogen ist lediglich, dass sie alle arm sind. Aber ansonsten ist es schon durchaus eine bunte Mischung. Ob die zueinander finden innerhalb dieser Gruppe, das ist wieder eine andere Sache. Da kommen wir nach der Musik nochmal zu. Genau. Ich übergebe jetzt mal an Michael. Genau, wieder an mir, der hier hinter der Technik sitzt. Und ich wollte noch ganz kurz zur Isolation sagen, ist mir heute Morgen wieder aufgefallen, ein Fahrzeug vor mir langgefahren über die Kreuzung, wo dran stand Pflege und Tour. Da schüttelt es mich, weil ich weiß, dass auch im ganzen Pflegebereich und überall genau dieselbe Isolation überall stattfindet, dass da keine Gemeinschaft mehr ist. Und hier im Rahmen unserer BGE-Arbeit denken wir oder wollen wir eigentlich ganz gerne eine BGE-Küche aufbauen. Eine BGE-Küche für Aktive vor allen Dingen, weil wir gemerkt haben, dass gerade die auch aktiv draußen sind, wir müssen ständig irgendwo beim Imbiss vorbei oder irgendwo teuer in der Gaststätte und so weiter, ja, weil gar nicht die Zeit dafür da ist, sich das fertig zu machen und so weiter. Und da würden wir ganz gerne das Ganze koppeln wollen, aber darüber können wir noch über, nach der nächsten Musik dann? Nee, nach der nächsten Musik machen wir erstmal einen Serviceblock, Micha. Genau, dann kommt der Serviceblock. Muss ja auch sein.